Madame? Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen, unser Blut vergossen? Nicht? Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft, für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Révolution! Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Flügel verlieh? Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein! Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse. Der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Das ist doch ein Café. Ja, für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesem Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Paris sah wie immer wunderschön aus. Ein Buntglasfenster mit einem komplexen Muster, so wie es Touristen lieben. Mein Presseausweis. Er öffnete einige Türen. Aber nicht so viele, wie ich mir gewünscht hätte. Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Bitte nehmen Sie meine herzliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut. Da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Monsieur? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen? Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Vielen Dank, Monsieur.
Der Kaffee war heiß und stark. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen, ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Sergent Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie, ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen. Wie schön. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Ja? Finden Sie? Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, er seinen Hund. Ach, das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen... Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergent Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde trinken. Bravo, Sergeant. Oh weh, oh weh, wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Ich hatte Moe abgelenkt. Also, jetzt oder nie.
Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verhören. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß, aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insider-Job aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Maledictio sei böse. Ich muss in das Büro, nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. George war in ziemlich guter Form. Ich hatte ihn eine ganze Weile nicht gesehen.